So, wo war denn dieser Einraum mit diesen ganz vielen eingefrorenen Truhen? Weil ich meine, hier unten geht's doch jetzt weiter. Ja, hier geht's jetzt weiter. Irgendwo habe ich den Raum übersehen. Also nochmal. Hier war der Aufzug. Hier war die Truhe, die ich schon aufgemacht habe. Da links geht's weiter. Also doch noch mal ein Stück zurück. Von hier links bin ich gekommen. So, komm mal her, mein Freund. Wer hat da eben gelacht? Wer ist auch gehört? Und da erheben sie sich. So, ja, hier brauche ich einen Schlüssel. Das heißt, das hier bringt mir noch gar nichts. So, das heißt, hier bin ich auch nicht richtig. Also noch mal ein Stück zurück. Die geht nicht auf. Hier geht's halt weiter. War das so weit zurück? Niemals, oder? Und jetzt bin ich wieder hier. Oder war der Raum? Moment. Ja, gut. Ich meine, da unten ist ja schon das letzte Leuchtfeuer. Die Tür ging nicht auf. Vielleicht muss ich doch die Treppe runter. Da nicht. Da nicht, da nicht. Wieder hoch. Hier war es nicht. So, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Also ich springe jetzt mal da runter. War der Raum vielleicht doch schon eins weiter? Also hier unten? Ah ja, okay. Das kann sein. Die Tür ging nicht auf. Richtig. Richtig. So. Okay, dann haben wir ja bald alles durch. War das hier? Nee, hier ist das Feuer. Aber jetzt komme ich halt auch nicht mehr zurück. Gehen wir einfach mal hier weiter.
Ach, das war die Geschichte. Wenn ich die töte, erwacht der Golem zum Leben. Ob ich will oder nicht. Aber die gehen da auch nicht weg. Alter, was für eine kranke Scheiße reden die da? Ja, und jetzt passiert nämlich genau das. Aber der kommt wenigstens her. Okay, der erste ist weg. Ja, jetzt guckst du dumm, wenn da kein großer Golem mehr steht und ein anderer Kumpel weg ist, ne? Der will jetzt natürlich auch nicht so ganz herkommen. Eben ist er nicht gerollt. Kann aber auch sein, dass ich zu nah in dieser, in diesem Türrahmen drin stehe. Er rollt nicht. Okay, ich hatte auch einfach keine Ausdauer mehr. Das kann natürlich auch sein. So, den haben wir. Können wir den ja besiegen, ohne den Großen zu erwecken. Komm her. So. Oh nein. Verdammter Mist. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Die Schweine. Das haben die mit Absicht gemacht.
Das haben die sowas von mit Absicht gemacht. Aber hier habe ich mehr Platz. Warum bin ich da überhaupt rausgegangen? Okay, jetzt ist meine Waffe schon wieder in Gefahr. Ach, da, ich suche die ganze Zeit das Reparaturpulver manchmal, ne? Okay, so, dann, drei fossile Drachenknochen. Bitte, danke. Ich, ah Gott, das, ja. Ist sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt 5. Das heißt, einmal kann ich aufwerten. Was ist das hier? Ach so, ja. Und danach brauche ich nochmal 4 fürs letzte Mal aufzuwerten. Aber vielleicht kriegen wir die noch zusammen. 1, 2 kann ich noch kaufen. Ach ja, ich wollte ja so ein Gewürz benutzen. Was war das nochmal? Moment. Was war das nochmal, mit dem ich Zaubereinsätze wieder herstellen konnte? Ah, okay, gut. Okay. Das könnte ich eigentlich super benutzen, statt meine Heilgegenstände, die sich aufbrauchen. Getrocknete Wurzel. So, heiliger Ritter von Auerheim. Wo bist du? Oh, da ist wieder so ein Golem. 3! Ja, die wären halt theoretisch eingefroren gewesen. Wenn ich hier vorher lang gegangen wäre. Äußerst unangenehme Situation. Stopp, 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 Kumpel. Du bleibst hier.
Die stehen um eine Kiste drumrum. Diese Schweine, ne? Okay, hier liegt Eis. Das heißt, hier wäre auch zu gewesen. Wenn ich doch mal vorher hier lang gegangen wäre. Okay, den töte ich hier. Welcher muss denn weg? Was? Ich glaube, der vordere hier könnte es sein. Komm mal her, Kumpel. Herkommen sollst du. Du sollst herkommen. Wir wissen schon, warum der das nicht macht. Kommst du jetzt? Komm jetzt her, Mensch. Macht er nicht. Jetzt vielleicht. Ja, noch ein Stück. So, vielleicht kann ich den mit davor locken. Ich hoffe nur, dass jetzt auch der richtige... Ah nee, aber wenn ich den... Wenn einer erwacht, erwachen alle. Die dann immer die Seelen jeweils weitergeben. Ich hänge fest. Oh nein. Kann ich aufmachen? Nein. Also muss ich die anderen erwecken. Hä, wieso hat der eine jetzt Schaden gekriegt? Oh, okay, deswegen hat er Schaden gekriegt. Scheiße. Oh nein.
Okay. Und jetzt ist da bestimmt einfach nur so ein Lebensstein drin oder so. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Geschwungenes Nil-Großschwert. Was ist das denn? Hat schon ein sehr geiles Angriffspattern, muss ich sagen. Es wäre so ein Ding, wo ich sage, das kann man sich mal hochleveln. Ich muss mal gucken. Warum nicht? Ich meine, warum nicht? Einfach mal ein bisschen was Neues leveln hin und wieder. So, da geht's hoch. Da hinten geht's lang. Ich gehe jetzt erstmal da hinten lang. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Da müssen wir rein. Da ist jetzt einer der Ritter, den wir suchen. Ah, ich muss den halt mal ansprechen. Das steht einfach auf dem Kopf mit. Ja. Ein Ritter aus Eleumlois sucht das Chaos. So, noch zwei Stück. Und hier geht's weiter. Nebelwände. Ach, ich kann da gar nicht rein. Wieso kann ich da nicht rein? Okay. Da muss ich nochmal hin. Das will ich mir nochmal angucken. Vielleicht, wenn man den Endboss besiegt hat oder so vom DLC. Da ist mein Feuer. So, du kannst den auch töten. Okay, ich wusste nicht, dass das geht. Aber interessant, das sind geschenkte Seelen. Gut, die drei hier nebeneinander, die muss ich jetzt nicht unbedingt... jedes Mal umhauen. Weil der eine erweckt halt den anderen. Oh! Den habe ich ganz vergessen! Ich habe komplett vergessen, dass da einer eine Invasion gestartet hat. Oh, mein Herz. Die Schweine, also die Entwickler, ne? Jedes Mal wieder erwischen sie mich mit irgendeinem Quatsch. Ein 10 silberne Talisman, ne? Hallo?
Hä, bin ich jetzt wieder da, wo der Boss war? Ja, ich bin jetzt wieder am Anfang. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich zu den anderen Rittern komme. Naja, gut. Dann kann ich jetzt noch mal nach Majula gehen. Gucken. Ich kann genau ein Level-Up machen. Kann schon noch mal eine Geschicklichkeit holen. Ich will auf jeden Fall noch mal mit diesem Rauchritterschwert kämpfen, bevor ich das Spiel durch habe. Ups. Und das ist doch ein schöner Punkt, um für heute aufzuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es euch einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dark Souls sehen wollt. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Tricks, Hilfen und so weiter, schreibt es in die Kommentare. Auch gerne, was es für Nebelwände waren, durch die ich da durch konnte. Die hinter dem Ritter waren, den ich befreit habe. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.